Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute in dem Video bringen wir hier ein Wärmedämmverbundsystem auf, und zwar aus unbrennbarer Mineralwolle. So, hier haben wir unsere Wand, wo wir unser Wärmedämmverbundsystem aufbringen wollen. Hier in meiner Situation haben wir eine sehr besondere Situation. Wie besonders diese Situation ist, seht ihr natürlich in meinem anderen Video. Dieses findet ihr einfach, wenn ihr oben auf das i klickt. Wir mussten nämlich hier schon mal etwas ausgleichen, deswegen bitte ich hier etwas um Nachsicht. Hier könnte etwas anders aussehen als eventuell auf euren Baustellen. Bevor ihr jetzt euer Wärmedämmverbundsystem hier aufklebt, müsst ihr hier unten erstmal eine Sockelschiene aufbringen. Traditionell gibt es hier diese Aluminiumsockelschienen. Diese empfehle ich euch aber nicht zu nehmen. Diese haben mehrere Nachteile. Zum einen, sie sind aus Aluminium, das heißt, ihr habt eine Wärme-Kältebrücke, und zum anderen sind diese auch maßtechnisch unflexibel. Hier gibt es ein besseres System, dieses Plastiksystem. Ihr seht schon, wenn ich hier vorne reingreife, man kann hier was reinstecken. Das System besteht aus zwei Teilen. Wir haben einen Teil für die Wand und einen Teil, was dann hier an euer Wärmedämmverbundsystem drankommt. Und hier haben wir auch etwas Putzgewebe, und hier können wir dann auch drauf putzen. Das können wir einfach hier einschieben und können so unser Maß einstellen. Als erstes bringt ihr natürlich hier eure Sockelschienen an. Wie genau ihr diese Sockelschienen anbringt, habe ich in meinem letzten Video schon mal behandelt. Wie gesagt, schaut euch das letzte Video hierzu einfach nochmal an. Die wichtigsten Punkte, wenn ihr die Sockelschienen anbringt, achtet darauf, dass ihr etwas Platz zwischen den Sockelschienen lasst, sodass sie arbeiten können. Ich würde empfehlen 2 bis 3 mm. Und achtet darauf, wenn ihr umlaufend diese Sockelschienen anbringt, dass ihr diese natürlich auch auf Gärung anbringt. Dübelt diese ordnungsgemäß an der Wand an, und da können wir dann unser Wärmedämmverbundsystem draufbringen. So, nachdem wir unsere Sockelschienen gesetzt haben, kommen wir zum Ankleben unserer Dämmplatten. Hierzu noch ein paar wichtige Hinweise, oder hier gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Von den Dämmplatten gibt es verschiedene Ausführungen. Bei manchen haben wir, wie wir das sehen, einen roten Strich hier vorne drauf. Dieser Strich muss immer nach außen zeigen. Hier seht ihr das auf der Rückseite, da ist er nicht. Auf dieser Seite kleben wir, und diese Seite ist für außen. Kommen wir zum Ankleben der Dämmplatten. Die Dämmplatten werden im Verband angeklebt, das heißt, ihr klebt eine Reihe durch, dann nehmt ihr eine halbe Dämmplatte, klebt wieder eine Reihe durch und so weiter. Um die Dämmplatten anzukleben, wird hier dieser Klebearmierungsmörtel verwendet. Übrigens, den Klebearmierungsmörtel sowie natürlich das ganze Material findet ihr, wie gehabt, unten in der Videobeschreibung. Um nun die Dämmplatten anzukleben, gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen die Dämmplatte, legen sie auf die Vorderseite. Um die Dämmplatten anzukleben, rühren wir unseren Klebe- und Armierungsmörtel nach Packungsangabe an. Lassen diesen ca. 5 bis 10 Minuten stocken und rühren ihn noch mal kurz auf. Die Dämmplatten bestreichen wir mit dem Klebe- und Armierungsmörtel im Punkt-Wulst-Verfahren. Hierbei ist noch anzumerken, die Dämmplatte sollte mindestens mit 50% Kleber benetzt sein. Wie ihr seht, haben wir schon die untere Reihe angebracht, und wir haben hier vorne wieder mit einer halben Platte begonnen. Und jetzt kleben wir hier die nächste Platte an. Haben wir die Platte angebracht, wird diese Platte ausgerichtet. Hierzu verwenden wir zum Beispiel eine Kartätsche und pressen die Platte schön gleichmäßig an die Wand an. Übrigens, der Profi nennt das Andrücken der Dämmplatten auch Einmassieren. Des Weiteren auch noch ein wichtiger Tipp: Achtet, wie gesagt, bei der ersten Reihe darauf, dass ihr die Dämmplatten exakt gerade aufbringt. Ihr könnt euch auch gerne ein Schnurgerüst aufbauen und bringt euch die Schnur auf die Oberkante der Dämmplatte, sodass euch die Dämmplatten auch nicht absacken oder dergleichen. Habt ihr die erste Reihe Dämmplatten gesetzt, könnt ihr die zweite Reihe Dämmplatten eigentlich problemlos darüber setzen. Der Vorteil, die Dämmplatten sind rechtwinklig geschnitten. Das heißt, wenn ihr hier unten sauber und vage gearbeitet habt, könnt ihr die nächsten Dämmplatten einfach aufbringen, aufsetzen, und die Wasserwaage stimmt automatisch nach oben, und so könnt ihr euch gleichmäßig nach oben weiterarbeiten. Dann auch noch ein wichtiger Tipp: Ihr seht hier bei uns Besonderheit, wir haben hier einen Anschluss. Das kann bei euch auch passieren, zum Beispiel beim Dachkasten oder ähnliches. Vergesst bitte auch hier nicht euer Quellband, oder alternativ heißt es auch Fugendichtband, aufzubringen. Das Quellband bringt ihr Vorderkante eurer Dämmplatten vielleicht einige Millimeter zurück an, und somit ist dann hier oben auch ein sauberer Abschluss erzeugt worden.
So, unser Wärmedämmverbundsystem haben wir soweit aufgebracht. Was allerdings in jeder Wand natürlich auch vorkommt, es sind Fenster in einer Wand vorhanden. Hierbei ist natürlich auch einiges beim Wärmedämmverbundsystem zu beachten. Ich möchte euch einfach mal die wichtigsten Punkte hier zeigen. Einer der Hauptpunkte ist natürlich hier auch die Fensterbank. Das Thema Fensterbank ist viel zu umfassend für hier dieses Video. Deswegen haben wir euch hierfür ein separates Video gemacht. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Kommen wir zum Anschluss unserer Fenster. Hier haben wir unsere Anputzleisten. Hierzu auch noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn die Fensterrahmen mauerbündig sind, müssen hier spezielle Anputzleisten verwendet werden, flexible Anputzleisten. Ich habe hier einfach mal eine flexible Anputzleiste mitgebracht zum Beispiel. Sowas wäre das zum Beispiel. Hier seht ihr so eine kleine Dichtung. Übrigens, diese Anputzleisten, die ihr hier seht, gibt es hier natürlich auch in Anthrazit. Das ist bei neueren Häusern mittlerweile auch sehr interessant, da hier sehr oft dieser Farbton verwendet wird. Dann kommen wir wieder zurück zu unseren Anputzleisten. Ihr seht, wir haben hier diese Anputzleisten schon vorgeklebt. Diese werden hier angeklebt. Zum Ankleben schneiden wir unsere Anputzleisten auf Maß und wichtig, schneidet sie hier oben auf Gärung. Wenn ihr wollt, gibt es hierfür auch ein spezielles Werkzeug, und zwar die Ambossschere. Man kann aber hierfür natürlich auch eine Säge, eine Gärungssäge oder ähnliches verwenden. Ihr seht, wir haben hier schön alles auf Gärung geschnitten und angeklebt. Diese Anputzleisten haben einen großen Vorteil. Wir kleben sie an und haben, wie ihr hier seht, natürlich auch so eine Art Opferstück. Auf dieses können wir hier unsere Schutzfolie zum Beispiel für das Fenster aufkleben, sodass wir das Fenster nicht verschmutzen. Und wenn wir mit den Arbeiten fertig sind, können wir diese Nase einfach durch Abknicken abbrechen und haben hier eine saubere Kante. So, wir haben unsere Anputzleisten hier aufgeklebt. Hier sehen wir dann nochmal unser Endstück bei der Fensterbank. Ich zeige es euch auch nochmal im uneingebauten Zustand. Hier muss unbedingt das Gewebe und die Anputzleiste mit diesem Endstück abschließen. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr hier drauf putzt, könnt ihr eventuell auch mit dieser Anputzleiste hier nochmal 2-3 mm zurückgehen, sodass das alles schön bündig ist. Ihr seht auch, wir haben hier drinnen auch schon gedämmt. Achtet darauf, dass ihr hier eventuell 2-4 cm Dämmung aufbringt. Bei uns war das hier etwas ein Sonderfall, deswegen hatten wir hier etwas weniger Dämmung aufgebracht. Wenn wir die Dämmung aufbringen, achtet auch darauf, dass hier schön alles bündig ist. Dann kommen wir auch nochmal zu dem Übergang, zu dem Anschluss. Hier haben wir euch mal ein etwas schöneres Stück gezeigt. Ihr seht, hier kommt die Dämmung an. Lasst eventuell hier draußen die Dämmung etwas überstehen. So könnt ihr sie hier mit einem Messer, mit einer Säge oder ähnliches schön abschneiden. Wenn hier irgendwas wellig wird oder nicht so optimal stimmt, könnt ihr dieses natürlich auch schleifen. Verwendet hier am besten Schleifmittel mit einem 20er, 30er Korn, jedenfalls mit einem sehr groben Korn. So könnt ihr die ganze Geschichte hier nochmal nachschleifen. Dann greife ich auch noch etwas vor zu unserem Armierungsvideo, aber das gehört eigentlich auch hier rein. Ihr seht, wir haben hier die Dämmplatte folgendermaßen aufgebracht. Wir haben sie hier überstehen lassen. Also bitte achtet darauf, die Dämmplatten nicht hier an der Fensterleibung, sage ich einfach mal, enden zu lassen, sondern lasst sie überstehen und schneidet hier das Fenster aus. Das verhindert Rissbildungen oder dass hier eventuell die Platte arbeiten kann. Des Weiteren sollte man natürlich generell auch diese sogenannten Kreuzfugen verhindern, und das haben wir dann hiermit natürlich auch getan. Dann ein weiterer Punkt, um jetzt hier Rissbildungen zu verhindern, gibt es dann auch diese Teile hier. Das sind die sogenannten Diagonalarmierungspfeile. Diese werden dann hier mit in unsere Armierung eingelegt. Aber wichtig, bringt sie jetzt nicht schon im Vorfeld auf, sondern bringt sie dann erst beim Armieren auf. Das ist auch keine doppelte Armierung. Das ist eigentlich gesagterweise eine Armierung für die Diagonale, dass keine Rissbildung in der Diagonale entstehen kann. Wichtig ist halt nur, dass ihr diese Pfeile an allen Ecken anbringt. Das heißt oben, links und rechts am Fenster und natürlich auch unten am Fenster, sodass wir hier dementsprechend diese Ecken dann auch ordentlich verstärkt haben. Dann auch noch mal ein weiterer Tipp. Ihr seht ja, wir haben hier unser Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. Und hier haben wir manchmal solche Versätze. Das passiert halt manchmal, besonders dem Laien passiert das öfters mal. Dieser Versatz darf aber nicht bleiben. Dieser muss jetzt überschliffen werden. Hierfür verwendet ihr Schleifpapier mit einem Korn, sagen wir 10, 18, 30, jedenfalls ein sehr grobes Korn, und könnt diesen Versatz nachschleifen. Ich zeige euch gleich noch mal, wie das gemacht wird. Ihr könnt normales Schleifpapier nehmen. Ihr könnt natürlich aber auch eine Gitternetzschleifscheibe verwenden. Wenn ihr euch für den Unterschied der zwei Schleifscheiben interessiert, klickt einfach oben rechts auf das i, so kommt ihr zu dem dementsprechenden Video. Okay, wir verschleifen jetzt einfach mal hier diesen Versatz. Übrigens, man kann auch, wenn man leichte Unebenheiten hier in der Dämmplatte hat, diese eventuell auch leicht nachschleifen. Dazu nehmt ihr einfach hier so einen Richtschalt, haltet das einfach mal an die Wand. Hier unsere Wand ist jetzt relativ gerade. Aber habt ihr jetzt hier an irgendeiner Stelle einen kleinen Buckel, so könnt ihr diesen auch noch mal etwas überschleifen. So habt ihr dann später beim Armieren und beim Putzen nicht mehr so die Probleme.
Kleiner Zusatztipp nach dem Schleifen. Ich habe jetzt hier zwar die Netzschleifschleife verwendet mit Absaugen. Wir haben schon den gröbsten Staub weg. Aber nehmt einfach nochmal so einen Handbesen und kehrt nochmal hier diesen feinen Staub, der hier oben drauf ist, ab. Das ist ganz wichtig, sonst hält euer Armierungsmörtel eventuell hier nicht richtig. Also schön sauber halten die Oberfläche. Ein weiterer Punkt sind dann natürlich eventuell noch Fugen. Ihr seht, wir haben hier an manchen Stellen etwas Probleme mit den Fugen gehabt. Wenn ihr Fugen in eurer Dämmung habt, füllt diese Fugen auf. Hierbei gibt es einen Merksatz. Fugen, die über 5 mm sind, sollten mit einem Dämmkeil ausgefüllt werden. Als Dämmkeil verwendet ihr dasselbe Material, was ihr hier auch zum Dämmen genommen habt. Schneidet euch einen schönen Keil und stopft die Fuge aus. Wenn ihr Fugen habt, die unter 5 mm sind, werden diese mit Füllschaum ausgefüllt. Hierfür wird spezieller Füllschaum benötigt. Diesen Füllschaum findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig beim Ausschäumen der Fugen, achtet bitte unbedingt auf die Sicherheitshinweise. Diese findet ihr auf der Dose. Sollte nach dem Schäumen hier etwas ausquellen, lasst bitte diese Substanz aushärten und schneidet sie bündig mit einem Messer oder einem Cutter ab. So, bei uns jetzt hier eine kleine Besonderheit. Bevor wir jetzt hier zum Dübeln kommen, setzen wir hier unsere Gewebewinkel und natürlich auch unsere Sockelleisten. Ihr seht, wir haben diese auch schon eingeschoben und hier schon etwas angespachtelt und auch hier die Gewebewinkel spachteln wir jetzt an. So kann die Spachtelmasse in Ruhe aushärten und wenn wir dann hier armieren, sind die Winkel wesentlich schon fest. Haben wir das Wärmedämmverbundsystem soweit aufgebracht, lassen wir nun den Kleber für mindestens 24 bis 48 Stunden aushärten. Das ist natürlich witterungsabhängig. Nach dem Aushärten kommen wir zum Verdübeln des Wärmedämmverbundsystems. Das Verdübeln ist etwas aufwendiger und hier gibt es auch einige Infos, die ich mehr dazu geben möchte. Deswegen habe ich hierzu ein separates Video gemacht. Dieses findet ihr, wenn ihr oben rechts auf das i klickt. So, und damit haben wir unser Wärmedämmverbundsystem ordnungsgemäß mit der Wand verbunden und kommen im nächsten Schritt zum Armieren. Das Armieren ist ein Arbeitsschritt für sich. Diesen möchte ich nochmal in einem separaten Video abhandeln. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt oder in der Endcard. Das hier verwendete Material findet ihr bei WDVS direkt. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.